Madrid, Spaniens Hauptstadt und gleichzeitig auch die Hochburg des spanischen Fußballs. Hier leben die Ballartisten des vierfachen Europapokalsiegers unter 2 Millionen Einwohnern und wetteifern mit den gefeierten Stierkämpfern um die Gunst des Publikums. In Hochform zu bleiben ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Also geht es morgens um 10 Uhr zum Training ins weltberühmte Bernabeu-Stadion. Einer der pünktlichsten ist dabei Alfredo Di Stefano. Außerhalb des Spielfelds hält er allerdings nicht viel vom zu Fuß gehen. ...135.000 Zuschauer fasst das Santiago Bernabeu-Stadion. Es ist ohne staatliche Zuschüsse nur aus den Beiträgen der 50.000 eingeschriebenen Mitglieder finanziert. Sie alle sind mit ihren Dauerplätzen sozusagen Aktionäre. Benannt ist das Stadion nach dem langjährigen Realpräsidenten Santiago Bernabeu. Der Großzügigkeit der ganzen Anlage angemessen sind auch die Umkleidekabinen. Alfredo Di Stefano fährt hier bereits in die Socken. Vor Trainingsbeginn lässt man sich noch eine kurze, aber fachkundige Lockerungsmassage verpassen. Und das sind ein paar jener Beine, die sich Real Madrid hat einige Millionen Peseten kosten lassen. Hier links im Bild noch ein alter Bekannter, Santa Maria, Uruguays früherer Nationalstopper. Aus Paraguay kommt Trainer Fleitas Solic. 26 Spieler stehen ihm zur Verfügung. Zwar nicht lauter die Stefanos, aber auch nach dem 26. von ihnen bekämen Trainer anderer Breitengrade noch ziemlich lange Zähne. Wenn man ein millionenschwerer Fußballclub ist, dann trainiert die erste Mannschaft natürlich im Stadion selbst und nicht etwa auf einem Nebenplatz. Der Einzug der Gladiatoren verrät keinerlei unstandesgemäße Hast. Warum sollte man sich auch jetzt schon ein Bein ausreißen? Nein, man nimmt sich sogar noch etwas Zeit für die Nachwuchspflege. Der kleine Alfredo Di Stefano ist durchaus schon mit dem Eifer eines alten Profis bei der Sache. Mit dem Erscheinen von Trainer Fleitas hört sich die Gemütlichkeit dann allerdings auf. Begrüßen wir aber vor Trainingsbeginn noch schnell den Chef von Real Madrid, Senior Santiago Bernabeu, seit 15 Jahren Präsident des Clubs und vielfacher Millionär. Der scharf aufpasst, dass sich seine Spieler ihre Peseten auch ehrlich erarbeiten. Und ehrliche Arbeit ist es, was die gefeierten Fußballkönige Tag für Tag und Woche für Woche zu leisten haben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr wird trainiert. Gymnastik, Lauf- und Lockerungsübungen sind dabei Trumpf. Sie nehmen sogar 3/4 des täglichen Trainingsprogramms ein. Nur in der letzten halben Stunde dürfen die Spieler dann endlich ihren Ballhunger stillen. Die Frage, warum nur eine halbe Stunde, beantwortet sich fast von selbst. Die Beherrschung der hohen Schule des Fußballs gilt als Voraussetzung. Wenn man einmal für würdig befunden worden ist, die lila-weißen Farben dieser Weltklasse-Mannschaft Real Madrid zu vertreten. Das Training bei Real Madrid gleicht dem Arbeitsablauf in einer großen Fabrik. Die Spieler sind die Arbeiter. Damit bloß keine Langeweile aufkommt, wird jede dieser Übungen bereits nach 5 Minuten durch die nächste ersetzt. Da steckt aber natürlich schon System dahinter. Und es kommt dabei bestimmt kein Muskel zu kurz. Nur an den Freitagen, also 2 Tage vor den Spielen um Meisterschaft oder Pokal, wird das Programm etwas leichter gehalten. Im Übrigen aber kommt es nicht von ungefähr, dass ein Alfredo Di Stefano mit immerhin 34 Jahren noch das Laufpensum eines 25-Jährigen leistet, dass ein Ferenc Puskás innerhalb weniger Wochen 5 Kilogramm Körpergewicht abtrainiert hat, dass die Feldspieler des vierfachen Europapokalgewinners 90 Minuten lang ständig in Bewegung sein können, ohne, wie man so sagt, Spinat zu schieben. Nun, die Freuden dieser Übungen kennt mancher sicherlich aus eigener schmerzlicher Erfahrung.
aber es besteht wohl kein ernstlicher Zweifel daran, dass sie für die Bauchmuskulatur erheblichen praktischen Nutzen besitzen. Für Abwechslung ist, wie man sieht, auch hier durchaus gesorgt. Nur keine Müdigkeit vorschützen, Seniores. Auch jede dieser Übungen dauert höchstens 5 Minuten. Ob das dem Papi wohl Spaß macht, überlegt sich der kleine Santa Maria. Nun, nach diesen Strapazen ist ein Hürdenlauf frei nach Martin Lauer geradezu ein Vergnügen. Von Runde zu Runde werden ein paar Zentimeter an Höhe zugelegt. Aber wir wissen es ja, die Mannschaft von Real Madrid versteht es, große Sprünge zu machen. Es folgt ein Rasenslalom, bei dem sich die Spanier offenbar ein bisschen was von Toni Seiler abgeschaut haben. So wie hier durch die Stangen winden sie sich auch auf dem Spielfeld gewandt und geschmeidig durch die gegnerische Abwehr. Didi und Dominguez liefern sich ein heftiges Privatduell. Und zum Schluss sorgt eine Staffelkonkurrenz für das nötige Tempo auch vor leerem Ring. Ein Einzelgänger? Nein, das gibt es bei Real Madrid nicht. Aber Stammtorwart Juan Alonso ist gerade erst von einer längeren Erkrankung genesen und muss nun langsam seine Geschmeidigkeit zurückgewinnen. Umso erbarmungsloser wird, Sie sehen es in einer Zeitlupenaufnahme, Alonsos Stellvertreter Rogelio Dominguez in die Kur genommen. Wer es nicht glaubt, wie anstrengend diese Übung ist, der probiert's am besten selbst einmal. Und trotzdem, wie gerne würde Alonso an der Stelle seines Torwartkollegen Dominguez sein. Beim Training, vor allem aber auch wieder zwischen den Torpfosten von Real Madrid. Dafür würde er sogar diese Muskelmühle gerne in Kauf nehmen. Passen Sie auf, gleich wird Dominguez das erste Mal ausgezählt. Soweit. Jetzt hat er sich eigentlich eine Verschnaufpause verdient. Doch die liebevolle Betreuung durch Trainer Fleitas ist noch nicht zu Ende. In der Zeitlupe sieht das vielleicht gar nicht so schlimm aus, aber Dominguez muss ja alles doppelt so schnell machen. Bis zum endgültigen Knockout. Alfredo Di Stefano aber hat endlich seinen Ball. Er kann gar nicht genug davon bekommen, das runde Leder zu verzaubern. Er stoppt es ganz nach Belieben, mit der Brust oder, wenn erforderlich, auch mit anderen Körperteilen. Unsere Zeitlupenaufnahmen zeigen die traumhafte Sicherheit von der Ballaufnahme bis ins Dribbling. Das große Geheimnis Di Stefanos, nämlich diese scheinbare Mühelosigkeit, liegt keineswegs nur in der angeborenen Begabung. Zum Weltklasse-Spieler gehört neben dem Talent auch jahrelange Trainingsdisziplin. Und deshalb übt auch ein Di Stefano Tag für Tag immer wieder das, was er eigentlich schon aus dem FF beherrscht. Thank you.
Auch den Schuss aufs Tor übt er, obwohl seine Qualitäten als Scharfschütze bestimmt von keinem Torwart Europas angezweifelt werden. Von der Sorte kommt gleich noch einer. Bevor wir uns von dem großen Alfredo verabschieden, gibt er noch eine besondere Delikatesse zum Besten. Alles direkt aus der Luft. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und jetzt aus der Drehung heraus der Schuss. Na bitte. Die Starparade geht weiter. Ferenc Puskas zeigt das ABC des Schießens. So wird's gemacht. Das Standbein genau neben dem Ball. Und dann muss das Leder genau mit dem Spann getroffen werden. Diese Aufnahmen sprechen eigentlich fast für sich. Den Oberkörper über den Ball geneigt, so steigt das Leder nicht hoch in die Lüfte. Dies alles beherrscht der Ungar meisterhaft. Er gab uns bereitwillig diese Sondervorstellung, während alle übrigen Aufnahmen, wie auch die folgenden wieder, aus dem normalen Trainingsablauf stammen. Auch das gehört zum großen Einmaleins des Fußballspielens. Ballannahme, Stoppen, Dribbling. So gewinnt man entscheidende Sekundenbruchteile. Drei Ballstationen ohne Aufenthalt, der ja dem Gegner Gelegenheit zum Eingreifen geben würde. Dem Weltklasse-Spieler Puskas ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es keine Unterschiede gibt zwischen hohem, halbhohem oder flachem Zuspiel. So viel Ballgefühl kennt einfach keine Probleme mehr. Dieses Tändeln mit dem Ball, das wir schon von Di Stefano sahen, hat nichts mit Galeriespiel zu tun. Nur diese ständige Verfeinerung des Zehenspitzengefühls ergibt auch die Präzisionsarbeit im Spiel. Das zentimetergenaue Zuspiel und die traumwandlerisch sichere Ballbeherrschung. Puskas versteht es, den Ball zu streicheln. Und das so zart, dass sich das Leder meistens nicht einmal dreht. Und auch der Ungar hat sich für den Schluss ein Kabinettstückchen aufgespart. Er hat sein Ballgefühl nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf und sogar auf der Nase. Wirken diese Schüsse nicht ansteckend? Aber sicher. Und so gibt es zum guten Schluss noch ein gewaltiges Schützenfest. Ein Schützenfest, das nicht nur den Spielern, sondern auch Santiago Bernabeu viel Spaß macht. Punkt 12 Uhr gibt Trainer Fleitas das Zeichen zum Aufbruch und verlässt als letzter den Rasen. Die beiden übrigens festangestellten Ärzte haben das Training überwacht, aber ihre Arbeit beginnt erst im Massageraum. Auch Trikots und Hosen sind, wie ihre Träger, schon für das nächste Spiel vorbereitet. Wenn dieses wertvolle Kapital Zinsen bringen soll, muss es auch von fachkundigen Händen sorgfältig gepflegt werden. In diesem Falle die Beine von Lesmes,
und Puskas. Dem die Prozedur sichtlich Vergnügen bereitet. Nach gemeinsamem Training auch eine gemeinsame Erfrischung für Vater und Sohn Santa Maria. Im Herzen der spanischen Metropole liegen die Geschäftsräume des viermaligen Europapokalgewinners Real Madrid. Señor Antonio Calderón Hernández ist der Geschäftsführer des reichsten Fußballclubs der Welt und wohl auch des erfolgreichsten, wenn man einen Blick auf die mit Pokalen und Trophäen aller Art geradezu tapezierten Wände wirft. Natürlich nehmen die Europapokale einen Ehrenplatz ein. Die letzte Viertelstunde vor dem großen Spiel. Der Anmarsch der Massen hat seinen Höhepunkt erreicht. Die Spieler von Real Madrid beziehen Spitzengagen. Aber bei zum Bersten gefüllten Rängen machen sie sich Sonntag für Sonntag auch bezahlt. 135.000 Zuschauer fasst das Stadion. Die Eintrittspreise liegen zwischen 20 und 200 Peseten. Das sind umgerechnet etwa 1 Mark 40 bis 15 Mark oder entsprechend Franken und ungefähr 8 bis 90 österreichische Schillinge. Natürlich versuchen auch die Schwarzhändler ihren Schnitt beim großen Geschäft zu machen. Die leider unvermeidliche Erscheinung am Rande aller großen Sportereignisse. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Die letzten Nachzügler treffen vor den Toren des Stadions ein. Das große Spiel hat begonnen. Atletico Madrid mit dunklen Hemden von rechts nach links spielen, liegt im Angriff. Doch Santa Maria hat die Abwehr von Real Madrid, ganz in weiß, gut organisiert. Und der Gegenstoß ist eine Attacke wie aus dem Bilderbuch. Puskas blufft seine Gegner. Links läuft sich Hento frei, bekommt den Ball. Seine herrliche Flanke, das den Alfredo Di Stefano, ein Schuss! Und wieder einmal steht es 1:0 für Real Madrid.